Omid Nuripur, Parteivorsitzender der Grünen hier in Bonn. Der Parteitag startet mit schwierigen Themen. Es geht um Atomkraftzeitverlängerungen, es geht um Kohlekraftwerke, die in Betrieb bleiben. Ist das für die Grünen der schwierigste Parteitag seit 1999, dem historischen Parteitag damals, wo es um den NATO-Einsatz im Kosovo ging? Ich glaube, dass das völlig anders ist und man das nicht vergleichen kann. Wir haben in diesen Zeiten der großen Krisen eine große Gefasstheit. Unsere Leute wissen, was auf dem Spiel steht. Die Leute wissen, dass Putin und sein Angriff auf die Ukraine der zentrale Grund sind für viele Dinge, die wir tun, die wir nicht tun wollten. Aber die wissen auch, dass wir nicht nur Kohle aus der Reserve holen, sondern gleichzeitig dem auch ein Ende setzen, und zwar früher als geplant, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und dass wir das größte Paket auf den Weg bringen für den Ausbau der Erneuerbaren. Und deshalb erwarte ich bei aller Vorfreude, dass wir nach 3 Jahren endlich wieder in echt zusammenstehen und ich diesen Applaus mal wieder hören kann, das ist so lange her, erwarte ich strittige Diskussionen über den richtigen Weg, aber eine sehr, sehr klare Geschlossenheit und Ernsthaftigkeit in den Debatten, weil die Zeiten sehr ernst sind. Strittige Diskussionen haben Sie angesprochen. Es gibt sehr viele Änderungsanträge, gerade zu dem Thema Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Da gibt es auch einige, die wollen das bis Dezember so lassen, wie es eigentlich ursprünglich geplant war, also gar keine Laufzeitverlängerung. Dann gibt es welche, die wollen ganz festes Datum hineinschreiben. Es gibt welche, die wollen, dass der Bundestag damit entscheidet. Wo stehen Sie? Ich will erst mal mit einem müden Lächeln zurückgeben, dass wir ein paar hundert Anträge haben auf diesem Parteitag, normalerweise auch nur ein paar tausend. Also sind es Ihnen zu wenig? Es ist nicht zu wenig. Die Leute entscheiden, wie sie Anträge stellen. Das ist nicht zwingend so, dass jetzt große Aufregung da ist. Beim Thema Atom gibt es naturgemäß, wir sehen die Grünen in den Details sehr viele verschiedene Fassons, und die werden wir hoffentlich miteinander gut einigen. Und die zentrale Auseinandersetzung, die zentrale Abstimmung wird sein, ob es eine Einsatzreserve geben soll oder nicht. Das ist eine Frage, die diese Partei erstmal klären muss, und zwar mit einer Abstimmung. Das empfinden wir so als notwendig im Bundesvorstand. Obwohl der Bundeswirtschaftsminister Habeck, der Ihrer Partei angehört, diese Einsatzreserve schon verkündet hat. Nein, das ist ja auch richtig, dass er das gemacht hat, denn die Leute brauchen ja Sicherheit, und es geht darum, dass wir die Partei auch mitnehmen auf diesen Weg, dass wir, weil in Bayern die Hausaufgaben von der CSU nicht gemacht worden sind, nachdem wir über 40 Jahre darauf warten, dass die AKWs abgeschaltet werden, ein paar Monate länger brauchen. Aber halt eben nur diese paar Monate. Und diese klare Linie auch zu ziehen, zu sagen, wir werden keine Brennelemente kaufen, auch das wird dieser Parteitag beschließen. Sie regieren ja im Bund in einer Ampelkoalition mit der SPD und der FDP, und seit Tagen liefern Sie sich einen erbitterten Streit mit dem Koalitionspartner, den Liberalen, über diese Laufzeitverlängerung. Nun ist immer noch nicht klar, was die Ampel eigentlich will. Es gab noch nächtliche Sitzungen auch mit den Betreibern der Kraftwerke, auch mit Herrn Habeck und Herrn Lindner. Wann gibt es denn da bei der Ampel eine Einigung, oder was beschließen Sie hier, was die Ampel überhaupt noch dann ändern kann? Ich finde das gar nicht so erbittert. Wir haben verschiedene Meinungen und diskutieren sie ganz normal miteinander. Die Zeiten sind auch so ernst und die Aufgaben so groß, dass das richtig ist, dass wir darum ringen, was der richtige Weg ist. Und am Ende setzen wir zusammen um. Wir haben eine Vereinbarung getroffen im sogenannten Abwehrschirm, sogenannten Doppelwumms, dass wir ermöglichen, dass es eine Reserve geben kann für den Notfall von 2 Atomkraftwerken im Süden Deutschlands bis Mitte April nächsten Jahres. Und wir gehen davon aus, dass das steht. Und alle anderen Debatten werden wir miteinander führen. Und da sind wir gerade. Also gilt das, was der Parteitag hier beschließt, oder gilt das, was am Ende dann Habeck, Lindner und Scholz beschließen? Das ist unsere Position, die wir hier verabschieden, und wir haben dort auch nicht endlos viel Kompromissfähigkeit und Möglichkeiten. Und das wollen wir auch nicht, weil das wäre beliebig. Es gibt schließlich gute Gründe für unsere Position, dass wir nicht noch mehr Atommüll produzieren wollen mit neuen Brennelementen, dass wir nicht wollen, dass AKWs die Netze so vollstopfen, dass man Windräder wieder vom Netz nehmen muss, die das einzig Wahre sind für den langfristigen, mittelfristigen Weg Deutschlands in die Energieunabhängigkeit, sind Erneuerbare. Aber natürlich wird es am Ende in einer Koalition immer Kompromisse geben. Wir haben aber nun mal uns auf diese Einsatzreserve geeint, und das muss auch gelten. Sie sagen, es muss dann auch gelten. Dann nochmal die Frage, Sie haben die guten Gründe aus Ihrer Sicht genannt, warum man die Atomkraftwerke nicht länger laufen lassen sollte. Nun gibt es Expertinnen, die sagen, auch Wirtschaftsexpertinnen, die sagen, das würde den Strompreis senken. Es gibt viele, die sagen auch, der Stresstest hat ja ergeben, dass man eigentlich alles ans Netz bringen muss, was noch irgendwie da ist. Warum sehen Sie diese Argumente eigentlich gar nicht? Was ist so verkehrt daran,
die Atomkraftwerke noch ein bisschen laufen zu lassen und die dreckigeren Kohlekraftwerke dafür abzuschalten? Das Risiko, das gewaltig ist, von Atomkraftwerken, muss mit in die Kalkulation rein. Ich habe dieser Tage sehr oft von CDU-Kolleginnen und Kollegen gehört, die Atomkraftwerke sind ja sicher. Ich dachte, wir werden jetzt im Jahr 1973 und müssen von neuem miteinander diskutieren. Dazwischen gab es Tschernobyl, Fukushima und wir haben gerade vor der Nase, was passieren kann, wenn es schief geht, in Saporischschja. Nun ist das nicht vergleichbar, was wir haben in Saporischschja, weil da Krieg ist und wir haben Frieden, Gott sei Dank, bei uns im Land. Nichtsdestotrotz gibt es ein Restrisiko, ein ungelöstes Atommüllproblem und viele andere Dinge. Und deshalb sagen wir, lasst uns alles dafür tun, damit wir gut durch diese Krise kommen, damit wir gut durch diesen Winter und auch den nächsten Winter kommen. Aber es kann nur eine Zukunft geben für die Energiesicherheit, für billige Energie und für Energieunabhängigkeit in diesem Land. Und das sind die Erneuerbaren. Und das sehen auch alle so. Dann schauen wir mal, wie eng Ihre Partei hier den Rahmen für die Laufzeitverlängerung steckt. Herzlichen Dank, der Parteichef der Grünen, Omid Nuripur, hier bei Phoenix. Danke Ihnen.